Hallo zusammen und willkommen zurück zu Black and White. Ja, die zwei Dörfer, die gehören ja mittlerweile uns und jetzt haben wir da eigentlich eine Nebenquest. Wir uns jetzt mal anschauen. Was ist los mit ihm? Wir wurden vergiftet. Wir können weder arbeiten noch beten. Bitte hilf uns, Herr. Wir sollten verhindern, dass sich die Krankheit ausbreitet. Wir müssen die Ursache der Krankheit finden und die Kranken heilen. Ja. Das ist nicht gut. Ich glaube, das war damals der Weizen. Jo. Ja, damit geht's. Die Lebensmittel sind verdorben. Jetzt damit. Somit sinkt auch gleich wieder der Kinderwunsch bei ihnen. Mein Gott. Alle Nahrung im Lagerhaus ist vergiftet. Ja. Entferne sie, ja, dann können sie die Menschen heilen. Ja, ganz zahm. Mal ins feindliche Dorf rübergeschickt. Ich schicke auch gleich mal Lotti hier hin. Vielleicht füllt sie es ja auf. Und wir müssen heilen. Heilen. Wir haben, glaube ich, noch Heilzauber über. Heilwunder. Hört damit. Immer mehr Menschen werden gesund. Fantastisch. Wunderbar. Die Wurzel allen Übels ist vernichtet. Und die geheilten Menschen werden leben. Die Sterblichen sollten dankbar sein. Wir brauchen Leben. Wunderbar. Die Wurzel allen Übels ist vernichtet. Und die geheilten Menschen werden leben. So, wir brauchen noch mehr. Schauen. Lebensmittel. Lebensmittel. So. Mittlerweile auch schon besser aus. Ist Mist. Hoffe, die Kreatur hält ein bisschen. Heilen. Siehst du, die sind krank. Ja. Mach es auch, bitte. Dann füllen wir hier nochmal ein bisschen Lebensmittel ein. Füllhorn. Sonst verhungern uns die noch hier alle weg. Ja, neugierig sein, das ist wichtig. Füllhorn. Füll das Zeug. Es sind aber noch viele grün. Heilzauber. Stufe 1. Heilwunder Stufe 1. Wo stehen gerade viele? Puh, ja, komm, hier hin. Na, wie läuft's? Reicht das schon? Wunderbar. Nein, noch nicht. Die Wurzel allen Übels ist vernichtet und die geheilten Menschen werden leben. Das ist doch schön für dich. Stufe 1. Das ist unser letztes. Sind die meisten Kranken. Oh nein, ist eine gestorben. Perfekt. Hier sind noch viele krank. Was macht unser Weizen da hinten, was wir weggeschmissen haben? Weniger Leute da hinten in einem Dorf sind, umso einfacher ist es dann. Ich bin Letis. Verschwinde aus meinem Reich. Ja. So gut gemacht. Muss man belohnen. Zum Glück haben wir den Heilungszauber dir noch beigebracht. Dann. Noch mehr Lebensmittel. Und die heilen.
Die könnten, ne? Heißt, die müssten eigentlich einen Tempel bauen bei uns. Und da will ich nicht zu viel rein. Machen wir hier 4%. Wir brauchen was zu essen. Kriegt er was zu essen? Irgendwo Fisch vielleicht, den ich anzapfen kann? No. Aber auf dieser Seite war doch was. Ein bisschen Fisch. Noch mehr. Das muss ich kurz im anderen Dorf schauen, ob wir da irgendwie einen Überschuss haben. Naja, die wollen auch Nahrung. Ich hier sehr wahrscheinlich auch. Aber ich hole da trotzdem mal 2000 raus. Und auch schon bald kein Holz mehr. Doch. Nicht schlecht. Aber das mal fertig. Alles Kiddies. Brüll nicht so. Ach komm. Durch das Steg gefallen. Bekehrter Bauer. Nicht faul sitzen, arbeiten. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Müssen wir noch vom Nachwuchs schauen. Bekehrter Züchter. Bekehrter Züchter. Ein paar werden uns sicher abnippeln. Dann müssen wir schauen. Nach. Sorry, oder? Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Bekehrter Holz. Förster. Und was können wir sonst noch? Geht's denn da hinten? 672 Glauben brauchen wir da. Lange nach Holz, ja, da kann ich nicht viel machen. Na doch, reicht ja schon. Oh, schau dir mal den Haufen da hinten an. Nachkommen. Ah, Schweinchen. Lager. Das ist ein Hirte. Nachkommen. Nachkommen. Ist sie eigentlich überhaupt? Da unten. Nachkommen. Lieber mal heilen hier. Sind die schon am Beten? Aufpassen wegen Verhungern. Geben wir denen noch ein bisschen Essen? Ich finde Gott sei Dank nicht so viele wie hier. Also mal trotzdem komplett auf zur Sicherheit. Ah, wie läuft's? Lotti? Hungrig aus. Warte, ich geb dir mal was. Hier, hast ein bisschen was. Ah, Essen. Yummy, yummy. Glauben haben wir. Hier haben wir 12.000.
Nachkommen. Glaubst du? Ah, gereicht. Schon. Gepriesen seist du, Herr. Wir werden überleben. Unser Glaube und dein Genie haben alles Leid überdauert. Ich weiß, ich bin Genie. Aha. Ein Donnerkeil. Coole Sache, wenn du mich fragst. Wahnsinn. Sind wieder glücklich. Dann haben wir hier hinten noch eine Quest. Da warten wir noch, bis wir in der Reichweite sind. Hm. Hinten ist auch eine Quest. Das hier scheint die Hauptstory zu sein. Wir gucken da mal gleich rein. Wir müssen nur seinen Tempel zerstören, um den Letis-Glauben aus dieser Welt zu verbannen. Mhm. Bringen wir diesen Menschen die Erleuchtung. Die Liebe bei. Lass uns in die Herzen dieser Menschen einkehren. Ja. Lass uns die Menschen bekehren, Gebieter. Ich will dieses Kaff. Jetzt! Ich will dieses Kaff. Jetzt! Ehrlich. Ehrlich schön. Wir brauchen Wohnhäuser. Ihr braucht Wohnhäuser, gebe ich euch noch ein Wohnhaus. Will ich noch eins hier hin vielleicht? Hopp. Wir brauchen Wohnhäuser. Aber die da unten auch, die vermehren sich ja auch wie die Hamster. Ja. Ein größeres. Gleich noch eins hier, oder? Kriege ich da kein Großes hin? Anscheinend nicht, schade. Machen wir da noch zwei kleine. So. Schaffe, Häusle baue. Hopp. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Bauer. Du kannst fischen. Bekehrter Fischer. Weizen alleine können wir es nicht decken. Oh, bin ich Liebe gemacht. Fischer. Mann. Komm her. Das ist einfach ein längeren Laufweg. Bekehrter Züchter. Oh, dann doch. Heieiei. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Ah, guck dann. Und da wird schon geschmust. Bekehrter Fischer. Das ist unglaublich. Wir könnten eigentlich auch Missionar machen, oder? Ging doch früher auch. Was ist denn das hier? Bekehrter Händler. Aha. Bin ich ja nicht. Letis schwächt meine Kräfte. Ich weiß. Nicht nur deine, Junge. Bekehrter Missionar. Ja, gut. Also Missionar geht jetzt da im Dorf quatschen, was wir für ein toller Gott sind, indem wir unser vergiftetes Getreide hier rübergebracht haben. Sind wir noch so vergiftet aus? Können die ja mal ein bisschen heilen. Seht ihr, wie krank die sind? Wir heilen die mal. Er macht's ja nicht. Gesundheit. Seht ihr, wie ich zu euch schaue? Eigentlich eine gemeine Taktik, oder? Ich glaube, kommt auch immer wie näher. Und was für eine Säule. Ah, okay. Passt. Dann haben wir hier noch die Quest.
Mit den Bäumen. Jetzt wechselt das nämlich so dann. Was so schlecht in dem. Ah. Ah. Überlegen. So, so. Einfach die Mitte wieder. Wenn ich jetzt den wegnehme, dann haben wir den hier. Rupfitz einfach mal. Irgendwann mal wird die Lösung schon auftauchen. Da weg. Hm. Mist. Hätte klappen können. Das gibt nämlich noch einen guten Zauber. Dachte ich zumindest. Hey, Lotti kommt. Lotti ist die coolste. Ah, jetzt. Da, heiße Tauben. Hey, noch so ein cooler Wunderspender. Oh ja, das ist wirklich cool. Und jetzt, möchte das Halsband wechseln. Abend runter, rüber, hoch. Oh, ah, ah. Wir kriegen wir das braune Ding über. So, Luft, jetzt musst du schauen. Zeit zum Lernen, 5%. Ja, das ist toll, ne? Wie fällt da noch? Erhaltener Glaube. 321. Geht zügig. Wir werden das Gebiet sicher nicht vorher verlassen, bevor wir den Taubenzauber nicht können. Beziehungsweise Lotti sollte den schon können. Aha. Lotti regelt's. Ja, sobald wir den dann haben, können wir das vergiftete Getreide dann hier oben reinschmeißen. Eigentlich dann nicht mal so schlecht. Vergrößere deine Macht, indem du die Dörfer von Lethis beeindruckst. Bin dran, bin dran. Bauen hier nochmal ein paar Wohnhäuser. Ja, damit wir hier eine größere Reichweite kriegen für den Glauben. Ja, ihr braucht Nachkommen. Ne? Zurück. Passt das dann gleich auch? Okay, Wohnungswunsch haben sie nicht, aber sobald die ganzen Kids hier ausgewachsen sind, dann schon. Die Frage ist, wie schnell der Wunderspender hier sich auflädt. Müssen wir ein Auge drauf haben? Wir müssen Hütten bauen. Ihr Schweinchen, seht euch das mal an, ne? Wow. Schweinchenarmee. Wir müssen Hütten bauen. Wir müssen Hütten bauen. Ja, gleich verwurstet. Ah, und der eine Zaum ist, wird der Lotti auch noch beibringen. Und den
ist eigentlich der hier, oder? Sarg der Existenz. Schaut sie wieder nicht. Na, Lotti? Hast jetzt was Tolles verpasst. Ah, dauert noch. Schade. Wenn er kein Holz, gebe ich den mal. Spender, da ist noch nicht fertig. Schade. Immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. Muss einfach aufpassen, dass er Lotti nicht angreift. Der andere Gott. Nachkommen. Ist gleich soweit, komm schon. Lad, 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 lad. Lotti ist noch da. Mein Gott! Nachkommen! Hier geblieben? Mein Gott! Sarg der Existenz. Wow! Yes, jetzt hat es wieder mal zugeschaut. 21%. Letis Dörfer nun unterwerfen. Ich weiß. Hält noch hier. Erforderliche Glaube 5. Yes. Wo hat das Getreide raus? Du hast Letis seines Landes und seiner Macht beraubt. Dann muss raus. Auch noch mal wieder eine neue Quest. Wollte aber das Weizenmoos raus. Im Lagerhaus gibt es fast keine Nahrungsmittel mehr. Ich weiß. Können Sie haben Daumen. Das heißt aber nicht, dass ich ein böser Gott bin. Ne? Nur, dass wir uns da mal verstehen. Wir unseren Glauben sofort stärken. Was hast du gemacht? Wie gefressen? Wir fressen keine Menschen. Komm lieber nochmal hoch hier. Füllhorn. Und dann Lagerhaus füllen. Standen Lotti? Das nochmal schon. Die Leine wechseln. Das ist so mühsam. Runter, rüber. Ach, ich liebe zum Tempel. So. Somit haben wir die Flauschileine an. Jetzt müssen wir schauen, dass sie da dringend wieder. Wir brauchen Lebensmittel. Nice. Gesundheit. Braucht aber auch Gesundheit, weil ein paar von euch sind ja noch krank. Aus irgendwelchen Gründen. Ein Kind. Das ist auch ein Kind. Du bist gesund. Ab aufs Feld mit dir. Auch ein Kind. Auch aufs Feld. Die Dorfbewohner haben wir eigentlich hier noch. 43.
hier nicht durchkommen, nehme ich da mal die Wand weg. Gesundheit. Ist irgendjemand noch krank? Wer sieht hier noch grünlich aus? Der Grinch. Grinch. Ich weiß nicht, ob du da was im Sand fischen kannst, aber such dein Glück. Also, sehen eigentlich alle genesen aus. Füllhorn. Mach da mal auf. Können die Leute ein bisschen besser durchlaufen? Bekehrter Bauer. Bauer. Da fischen die hier. Bekehrter Fischer. Naja, solange es funktioniert. Bekehrter Fischer. Geil, Fischer. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Nochmal Bauer. Auch Holz haben die nicht viel. Kann ich hier nur Holz klauen? Hinten hat es noch ein bisschen was. Über den Wolken ist es ganz ruhig. Oh, mehr. Bevor das der Ladies haben möchte. Nimm das Holz weg. Finger weg. So. Da auch was drin, aber immer noch Nahrung. Füllhorn. Füllhorn. Ein selbstständiger Kreatur. Passt. Füllhorn. Sehr gut. Hast du diesmal gut gemacht? Du musst die Menschen nicht mästen mit Korn und dann selbst fressen. Wir sind hier nicht bei Hänsel und Gretel. Klar. Hey, was zu essen? Jo. Wo ist die andere Quest jetzt hin? Hier. Muss Letes Dörfer bekehren, Freund. Ich glaube, das Dorf lassen wir hier mal aus. Ich glaub's. Ah, die hätte den Stärkungszauber. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht gern. Was hat der eigentlich dieses hier? Wunder des Sturms und Donnerkeil. Das nächste von ihm. Wunder, also Heilung. Nicht schlecht aus. Was haben die da für ein Problem wieder? Meine Kinder sind vom Schwimmen nicht zurückgekehrt. Ich mache mir große Sorgen. Leider bin ich zu müde, um sie selbst zu retten. Ich bringe sie nach Hause. Ich weiß, wo das ist. Nämlich hier. Kind 1. In Ordnung, ich gehe nach Hause. Zum Glück müssen wir das nicht mit der Kreatur machen. Ich gehe nach Hause. Speichere. In Ordnung, ich gehe nach Hause. Du noch? In Ordnung, ich gehe nach Hause. Uns gefällt es hier. Wir gehen nirgendwo hin. In Ordnung, ich gehe nach Hause. Waren glaubst alle, oder?
Kinder dieser Frau sind vom Strand nicht zurückgekommen. Ja. Danke, dass du meine Kinder zurückgebracht hast. Bitte. Was für ein Trank? Wunder des Riesenbuchs. Ah, da können wir jetzt die kurze Zeit ein bisschen größer machen. Lotti, bleib hier. Lotti, schaust du? Komm. Hast du gelernt? Ja, 7%. Dann lernen wir noch schnell kurz ein bisschen. Wo muss ich dafür hin? Dahin. Das war hier. Komm mal dahin. Du musst noch Riesenwuchs lernen. Wie es so rübermarschiert ist, können wir mal schauen, was hier los ist. Sei gegrüßt, Allmächtiger. Oh. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir ein Geschenk für dich. Aha. Ich weiß, was kommt. Unser Stamm pflegt uralte spirituelle Bräuche. Legt man jemanden auf diesen Altar, nährt seine Lebensenergie unsere Gebete. Als Zeichen meines Glaubens übergebe ich nun meinen erstgeborenen Sohn dem Altar. Er will ihn opfern. Nein. Na, wenn das kein schönes Glaubensbekenntnis ist. Menschenopfer sind schändlich. Warum opfert er nicht eine Pflanze? Können wir nicht ein Schwein nehmen? Ich glaube, du konntest das irgendwie anders machen. Warte mal. Ja, fühle die Macht. Oder warte, muss ich eine Pflanze? Ja. Oh. Ja, fühle die Macht. Will das Kind nicht opfern? Okay. Er läuft gleich wieder zurück. Opfere mich! Fühle die Macht. Ja. Oder muss ich da eine gewisse Glaubenspunkte zusammenkriegen? Ja. Fühle die Macht. Ich mache die ganze Zeit die Bäume hier. Ja. Fühle die Macht. So. Die Energie des Opfers wird gespeichert, bis du sie brauchst. Du lässt meinen Sohn leben. Ich beuge mich deinem Willen. Sehr gut. Kiste. Das Rad, da ist sicher ein Ball drin. Großartig. Damit kannst du die Menschen heilen. Aber das Heilwunder ist stärker geworden. Alles klar. Wie viel Nahrung haben wir hier noch? Füllhorn. Dass da auch wieder mal was drin ist. Da hinten ist weniger. Dann holen wir noch mal ein bisschen Fische. Sich dann noch gegenseitig auffressen. Ah, da können wir noch mal kurz zum Letis seinen Tempel anschauen. Ich weiß nicht, ob der einen guten Tempel hat oder einen bösen. Unser ist ja momentan noch
liebt. Das sieht man, habe ich ja schon mal gesagt, das sieht man ja an den Füßen hier und an unserer Gotteshand. Mal schauen, ob da Letis Tempel ein bisschen anders aussieht. Ja. Wage es nicht, mein Land zu betreten. Nee, da sieht man, da kommen schon langsam die Krallen aus dem Boden raus. So ganz nett ist er nicht. Letis Dörfer nun unterwerfen. Ich weiß. Das ist die Quest? Wo ist Lotti? Warte, ich nehme das mal mit. Lotti ist... Lotti? Das ist Lotti, wenn sie groß ist und ausgewachsen. Super Lotti. Wieder mit dir. Aber komm mal lieber zurück. Der macht dich sonst kaputt. Der greift dich sonst an. Wir müssen Hütten bauen. Easy breezy. Ja, Lu. Wir haben einiges erreicht. Ein weiteres Dorf. Das Dorf von der Lebensmittelvergiftung gerettet. Ja. Und ich hoffe, in der nächsten Folge geht es eigentlich weiter so gut vorwärts. Und somit verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch wieder einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.